So, ich bin live. Eieiei, mit 90 Minuten Verspätung. Ziemlich genau 90 Minuten Verspätung. Ich wollte eigentlich um halb streamen, um halb 10. Und jetzt ist es einfach schon 23 Uhr. Tja, also schon mal alle bestens in Stimmung gekommen, was Verspätung angeht. Ganz kurzer kleiner Soundcheck, ob ihr mich auch hört. Das wäre ganz cool, wenn irgendjemand schreiben könnte, ob ich gerade zu verstehen bin oder nicht. Beziehungsweise ich kann mir selbst mal eben den Stream auf dem zweiten Display mal anmachen. Eieiei, hi, hallo Tom, danke fürs Bleiben, danke, dass du hier bist, dass du wieder hier bist, immer noch. Danke, Michael, hallo. Okay, so, Stream läuft, Qualität passt, glaube ich. Genau, so. Dann mal in den TSW rein. So, ich stelle mir noch eben kurz ein, dass ich auch den Chat mitlesen kann. Ich will ja wissen, was ihr hier so schreibt. Hallo Justus. Justus, übrigens derjenige, der den Soundmod erstellt hat, den wir uns jetzt hier anhören werden. Ich starte mal. So, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ehrlicherweise, ob die Mods noch alle funktionieren, aber da das Repaint hier auch da ist, das hier, gehe ich mal davon aus, dass auch die ganzen Mods noch da sein werden. Ich habe gar keine Ahnung, ehrlicherweise, woran es gelegen hat, dass das vorhin nicht funktioniert hat. Aber naja, jetzt klappt es halt eben. Luzern zur See. Ja, meine Meinung. Naja, ich kann ja noch nicht so viel dazu sagen, weil es noch nicht draußen ist. Ich bin da gespannt. Ich bin gespannt, was da so kommt. Und wir werden uns das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch zusammen angucken. In irgendwelchen Videos und/oder Streams. Hier vorne noch eine 101. In Sandwich-Formation. Guck mal, sogar mit dem richtigen Stromabnehmer. Wahnsinn. Und Dosto. Okay, so, also. Muss den mal komplett abrüsten. Okay, dann rüste ich den komplett ab, wie du es meinst. Dann einmal den Stromabnehmer runter. Achso, ich muss den Fahrtrichtungswender dafür vermutlich in Neutralstellung und jetzt runter. Ich hätte natürlich erst den Hauptschalter ausschalten sollen. Good job. Die Bilder sahen ganz hübsch aus, meiner Meinung nach, muss ich sagen. Also hat mir gefallen, muss ich schon zugeben. Justus, du kannst mich ja mal gerne einmal hier praktisch durchguiden, ob ich irgendwas Bestimmtes bei dem Aufrüstvorgang jetzt beachten soll oder was ich zuerst machen soll. Ich glaube, wenn man hier mal eine Vollbremsung. Wow, ich bin beeindruckt. Das war der Luftpresser vermutlich, oder? Hallo an Philly. Ich mache jetzt einfach mal eine Vollbremsung und eine Schnellbremsung. Dann gucken wir mal, wie sich das anhört. Ja, Bus und Bahn, dann der Link zu dieser Soundmod ist in der Videobeschreibung, sofern du am PC bist. Auch schön, ne, dass sich hier die Anzeigen verändern. Einfach runterladen und installieren, sofern du am PC bist, dann hast du den Soundmod auch. Okay, so, Moment. Hauptschalter noch aus und Richtungswender raus, quasi als wenn du aufrüsten würdest. Okay, also Hauptschalter aus und Richtungswender ist draußen. So, ist erledigt. Hier ist ein kleiner Delay mit drin im Chat, ne? Also es sind glaube ich so 30 Sekunden oder sowas prinzipiell. Dass du Bescheid weißt, warum ich dann nicht sofort reagiere. So, Ausfahrt ist auch schon gegeben. Der Fahrdienstleiter hier drin fragt sich auch schon. Okay, ich glaube nicht, dass hier drin ein Fahrdienstleiter ist. Nee, doch nicht. Übrigens, schönes Repaint. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Das ist nicht meins. Gibt es aber auch im Rails im Forum.
bin ich jetzt mal gespannt, was wir als nächstes machen sollen. Also, ob es jetzt noch irgendwas Bestimmtes gibt. Tür und Fenster aus. Ah, gucken wir mal. Sehr cool. Mega. Und die Tür? Okay, nicht zu 100% synchron beim Schließen, ne? Triggert mich ein bisschen, der klingt aber trotzdem mega, mega cool. Also besser als der, Sound von DTG, muss ich sagen. Also. Okay, gut, dann haben wir das auch ausprobiert. Ich lasse mal das Fenster auf. Ausbetoniert. Nee, ja. Ausruhiert, ja. Dachte ich mir schon. Ja, gut, mit dem Zeitmessen, das glaube ich, dass das nicht besonders einfach ist. So, schon mal den Scheibenwischer an. Okay. Dann würde ich sagen, lösen wir die Bremsen. Und macht er noch gar nicht, ne? Okay, nochmal aufrüsten. Fahrtrichtungswender dann neutral. Sehr cool. Was haben wir für Wagen? Ja gut, dann können wir auch den hinteren Stromabnehmer nehmen. Der ist oben. Hauptschalter hinterher. Okay, cool. Okay, dann machen wir uns mal, ja, gucken mal, dass wir den richtigen PCB-Modus aktivieren. AFB lasse ich aus, das können wir mal anmachen. AFB, ja, mittlere Zugart. Spitzensignale sind eingestellt. Dann LZB, PZB und SIFA an. Die Töne sind gleich geblieben. Glaube ich zumindest. So. Dann das bleibt an. Das mache ich aus. Okay, dann Fahrtrichtungswende und Vorwärtsstellung. Jetzt wird es ein bisschen gesprächig. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Störung. Störung. Ups, jetzt. Sorry, jetzt bin ich rausgetippt. Und jetzt, ich höre mir das nochmal an. So. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Störung. 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 Urucha. 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 Jawohl. Das war. Was war denn da? Tschechisch mit dabei? Italienisch war, glaube ich, zum Schluss zu hören. Polnisch? Vermutlich. Ach, der Sound. Ehrlich. Zugbeeinflussung. Stimmt, das ist mir auch gerade aufgefallen mit der veränderten Tonlage. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht von dir eingebaut, dass es mal in der, mal in der anderen Tonlage zu hören ist. Also war das nicht beabsichtigt von dir. Interessant. SHP ist Zugbeeinflussung in Polen. Ah.
Geld 90. V-Max für uns 120. Damit klappt Zugart. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich da auch nochmal wann anders streame. Zu einer etwas humaneren Uhrzeit. Und da auch nochmal hier auf jeden Fall irgendwie den Sound mit uns nochmal anhören. Weil der sicherlich in gewisser Form eine gewisse Öffentlichkeit verdient hat. Weil der einfach so super toll gelungen ist. Bei den Dosto-Ansagen macht er das auch interessant, dass er das einfach so ändert. Ach, guck mal, die Rail-Adventure-Wagen. Gibt's auch als Repaint zum Downloaden. So, V-Max ist gleich erreicht. Sagen, machen wir uns mal die AFB an. Dazu einmal den Hebel komplett nach vorne und AFB an. AFB. Und dann stellen wir die AFB zurück auf die 90 und ein bisschen Leistung wieder rauf. Max, kannst du die Beta für die 143 haben für den nächsten Stream? Oh, das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. 143 wollte ich sowieso mal wieder fahren, weil ich da echt meinen Spaß dran gefunden habe, an der Lok. Ich habe mich lange gegen die 143 ja, fast schon gewehrt, muss ich sagen. Das lag aber daran, dass ich nicht so wirklich verstanden habe, wie man die 143 sinnvollerweise steuert. Aber mittlerweile habe ich da ein bisschen mehr Ahnung von, also mit der Hilfssteuerung etc. Dementsprechend habe ich jetzt auch total Bock auf die 143 mal wieder. Von daher, sehr gute Idee. Ich werde hier schreiben, wenn ich dann den nächsten Stream mache. Wann auch mal das sein wird, ich streame nicht so regelmäßig. Aber wenn ich den nächsten wieder mache und du auch bis dahin fertig bist mit der Mod, dann sage ich dir Bescheid. Wir fahren gerade auf Hamburg-Lübeck. Unrealistischerweise schneit es ein bisschen zu viel. Das ist meine Schuld, dass ich das so eingestellt habe. Würde dir morgen oder Montag einen Link für Dropbox schicken, dass du das runterladen kannst. Jo. Das klingt cool. Du musst dich da jetzt nicht beeilen. Ich hatte jetzt nicht vor, morgen schon irgendwie zu streamen. Vielleicht irgendwie unter der Woche, nächste Woche könnte es vielleicht klappen. Oder am Wochenende, da müsste ich mal schauen. Aber es ist, also mach dir da meinetwegen keinen Stress, ne? Würde ich aber definitiv nicht nein zu sagen. So, gucken wir uns nochmal hier das Repaint auch mal an. Gute Nacht, Michael. Danke, dass du hier warst. Weiterhin 90 erlaubt. Freitag, Samstag ist, denke ich, eine gute Zeit zum Streamen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn ich an den Freitag oder Samstagabend dann mal nichts zu tun habe, dann dachte ich mir, dass ich dann mal tatsächlich
doch mal zum TSW greife. Gut, manchmal ist man halt in irgendeiner Form Freitag oder Samstagabend auch mal beschäftigt. Von daher wird das halt eben nichts Regelmäßiges. Das Schlürfen der Räder, das ist mit dem Blut. Ja, stimmt, das mit dem Lupen, das hat echt gut geklappt, muss ich sagen. Also generell, das klingt auch soundtechnisch wirklich echt spot on. Noch was einstellen, ja, ein bisschen. Ja, Justus, du kannst ja mal gerne aus dem Nähkästchen so plaudern, was du so noch in Planung hast. Dem würde ich mich anschließen, der Frage. Auf der PS4 geht es gar nicht. Das funktioniert tatsächlich nur auf dem PC. Die Kurvenzahns habe ich lauter als Stromrichter gemacht. Trotzdem sind die leider voll leiser. Da hört man den Sound, falls sehr gut das Schlürfen. Okay. Ah ja. Könnte im PS4 einige Soundabdeck brauchen, aber ich weiß natürlich nicht, an welche Sounds du so kommst. Ja, das ist halt eben das Problem. An welche Sounds man da so überhaupt rankommt. Oh, wir dürfen schneller fahren. Shooteye Records, ja, ich freue mich sehr auf Dampfloks, auch wenn ich mir sicher bin, dass ich viel zu inkompetent bin, eine Dampflok zu fahren. Aber ja, ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Ich denke mal, die englischen Dampfloks werden wir uns auch schon angucken. Ich bin jetzt nicht so ein großer Dampflok-Fan, aber nicht so ein großer Fan von englischen Add-ons, aber ich glaube, das werde ich mir dann mal holen. Ja, der Flirt. Ja, ein bisschen Radschlupf hier. Der Flirt von Rivet. Wobei Rivet ja, glaube ich, gesagt hat, dass die da irgendwie, was Sounds angeht, so irgendwas in der Hinterhand haben. Irgendwie sowas hat doch, hat in irgendeinem Forum irgendwer was geschrieben. Ich glaube, in dem Forum von Rivet Games selbst. Also die scheinen da, glaube ich, tatsächlich neue Sounds zu haben. Und nicht die gleichen Sounds zu verwenden, die für den Flirt im Train Simulator verwendet worden sind. Glaube ich zumindest. Von daher mal gucken. Auf der PS4, genau, auf der PS4 kann man keine Sachen extern installieren, das ist halt das Problem. Hallo an Julius. Kommen wir eigentlich an alle Sounds ran, bei Regio zumindest. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Fetter Lag. Weil ich fand eigentlich den Sound von der 442 ganz gut. Ist das der von Köln-Aachen? Oder ist das der von Dresden-Riesa? Genau, bei den Dateien der Konsolen, da kann man halt nichts ändern. Das ist halt. Also das wird nichts. Mal sehen, ich kann das ja früher testen. Irgendwas stört mich am Flirt sicher. Ja, ich glaube auch nicht, dass Rivet das in aller Perfektion hinbekommen wird. Dafür sind die jetzt wirklich nicht berühmt. Ja, ups. Ja, ich hoffe, ihr hört mich noch. Und weg ist der TSW.
Das ist natürlich eher unvorteilhaft. Ich starte den TSW nochmal neu. Bleibt ja nichts anderes übrig. Scheiße. Okay. Hab keine Sounds für den. Für den 423er. Okay, der Ton ist noch da. Ich meine, okay. Ich starte gerade den TSW nochmal neu. Ihr müsstet doch, glaube ich, direkt da mit reingeworfen werden. Ja, was passiert, dass der TSW ist mir gerade abgeschmiert. Also, irgendwas ist heute echt im Argen. Talent 2, da fehlen einige gute Sounds und so. Oh Gott. Warte nun auf Sommer, wo beim Talent 2 die Klimaanlage schön. Ah. Okay, auf nochmal Hamburg-Lübeck habe ich keinen Bock. Ich habe jetzt nicht alle Strecken runtergeladen. Will jetzt aber definitiv nochmal die 186 ausfahren. Wie wär's mit meinem Spessart? Oder? Wie lange dauert das? Aha, 38 Minuten. Das wäre, glaube ich, ganz gut. 146 sollen. 146 noch nicht, soll Dezember bei uns stationiert werden. Ah, okay. 146, 1 oder 2? Oder vielleicht doch Rosig Nord. Ja, Rosig Nord habe ich, glaube ich, letztens gestreamt. Nee, habe ich gar nicht. Rosig Nord wäre, glaube ich, ganz cool. Ah, okay, da habe ich aber die Lok. Die Lok nicht. Ja, dann nehmen wir die Mannspessart-Bahn. So, hier machen wir diesmal uns gutes Wetter. Bisschen Bewölkung rein, bisschen Windstärke. Dresden-Chemnitz mache ich dann mit der 143. Wenn du mir die Sounds schickst, dann fahre ich die auf Dresden-Chemnitz rum. Hier MRCE 185. Nein, ich wollte einen Repaint nehmen. Mal schauen, was ich da so für Repaints habe. Nehmen wir hier die Hectorail. Und den hier. So. Heute wohl der komplette Pannentag. Heute wohl der komplette Pannentag. Das ist der Pannabend. Warte, oder er schickt hier schnell die 143. Nee, ich will jetzt nicht hier noch mal den TSW beenden. Das ist mir schon ein paar Mal zu oft heute passiert. Das mit der 143, dem widmen wir einen komplett eigenen Stream. Und jetzt hier nicht so mitten in der Nacht, das hat schon was Gutes verdient. So. Dann rüsten wir die Lok nochmal komplett ab. So, Hauptschalter raus. Abnehmen mal runter. Also, Moment. Jetzt habe ich vergessen, den Hauptschalter. Ist auch egal. Okay, also Hectorail 185. Hier mit unseren interessant aussehenden Wagen. Was für eine Wagenart ist das denn? Ah, die SHI-MMNSU. Schön, die kann man nicht repainten, ne? Aus welchem Add-on sind die denn bitte? Sind die aus. Die sind bestimmt aus Rusig Nord, oder? Kann das sein? Steht da hinten noch rum? Ein RE. So. Okay, dann Fahrtrichtungswender in Neutralstellung. Stromabnehmer hoch. Ist oben. Hauptschalter hinterher. Sicherungssysteme an. Signalbeleuchter an. Ah, du hast mir trotzdem Link schon mal geschickt. Ah, super. Zugschlusstafeln sind auch da. Ausfahrt ist schon gestattet. Das Licht einmal bitte aus. Spitzensignale auf normal. Und hallo Dialog. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Störung. 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 Urucha. 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 Rufino war
Ružinová brzda. Ružinová střadačová brzda. Ružinová střadačová brzda. Potvrzení návěz. SHP. So. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool einfach. Phosphologie 6 ist in Arbeit, ernsthaft? Da fand ich die Sounds ja echt gut, muss ich sagen. Also da konnte ich... Also da muss ich sagen, Phosphologie 6 ist soundtechnisch einfach nicht zu überbieten. Ich weiß gar nicht, was man da noch besser machen kann. Aber cool, dass es in Arbeit ist. Ja, die sind aus Rosig Nord. Ah ja, okay. Die Wagen kommen mit meinem Spessartbahn und Rosig Nord. Fährst du eigentlich mit PZB? Ja, ich fahre mit PZB. Sieht man auch. Auf Xbox unmöglich PZB zu fahren, das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Spessartbahn ist auch echt so eine alte Strecke mittlerweile, ne? Das Standsound habe ich geändert, denke man jetzt auf den Trecker. Ah ja. Na ja, gut. Okay. So, dann fahren wir entlang des Spessarts. Entlang des Mainz. des Spessarts. Moin an Dennis, den TSW 2 Player. Schön, dass du hier bist. Ja, nicht von den Funktionen her, sondern wenn man das mit den Controllern macht. Doch, das geht aber auch. Das geht auch mit den Controllern. Ich weiß nicht wie, aber ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass es klappt. Das wurde auch in den ein oder anderen Streams von TSW vorgestellt. Das geht, glaube ich, über. Ja, weiß ich nicht. So, wie schnell dürfen wir eigentlich fahren? Wir dürfen 110 aktuell fahren. Machen wir noch ein Fenster auf hier. Horn. Gerne. Moment. Aber leise. Ich werde erstmal hier auf meine Geschwindigkeit achten. Ja, gut. Schalten wir mal ab. Der Spessart, der durch den Main fließt. Genau, ja, der Spessart, der durch den Main fließt, man kennt das. Ich stelle mich mal hier an den Bahnsteig. Also 46er werden alle abgelöst. Auf welcher Linie? Wo? Irgendwie erscheint mir das Horn etwas leise. Mein Spessartbahn finde ich, das ist immer noch irgendwie so einer der schöneren Strecken. Die wirkt zwar irgendwie langweilig, weil der Fahrplan nicht so viel hergibt. Aber so von der Besonderheit der Strecke ist die mein Spessartbahn schon wirklich nice. Ja, das Horn und alle noch die alten Sounds werden per Update nachgeliefert. Ah, sehr cool. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich habe das Gefühl, dass das Horn trotzdem irgendwie leiser ist als sonst, aber das bilde ich mir vielleicht auch nur gerade ein. Oder ich finde, also echt dafür, dass die Route so uralt schon ist, ne? Also gefühlt aus den Anfangstagen des TSW, ist die eigentlich echt schön. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass irgendwann die Rheinstrecke kommt mit Köln-Koblenz oder so, wo das halt so ähnlich aussieht. Das wäre natürlich super cool. So, ab hier 130, das heißt, wir können auf die 120 hoch. Hoffen mal, dass ich diese Fahrt ohne Abbruch zu Ende bringe. Ah, da kommt der Kollege.
Lautstärke gelassen, alle anderen Sounds habe ich im Editor lauter gemacht. Ach, deshalb kommt es mir leiser vor, weil alles andere lauter ist. Ne? Smart. Warum Offenburg Karlsruhe oder Offenburg Basel? Ja gut, da kenne ich mich gar nicht aus. Mal schauen, ob du mit dem Güterzug besser durchkommst als ich gerade im TS. Da musste ich mit der 103 wegen achslanger Temperaturüberschreitung, auch ein tolles Wort für Geigenmännchen, einen unplanmäßigen Halt einlegen. Also cool, dass es halt simuliert ist, ne? Das, also da muss man echt sagen, die 103 im Train Simulator ist schon der Wahnsinn. Auf welcher Strecke bist du denn gefahren? Mein Schwester fahren wir die zweite deutsche Strecke für den TSW. War das nicht Rosig Nord? Nee, Rosig Nord kam danach. Ne? So, ich würde sagen, AFB können wir jetzt auch mal wieder anmachen. Und runter auf die 120. Leistung hoch. Welche Strecke? Wir sind gerade auf der Main-Spessart-Bahn unterwegs. In NRW wurden die 146er auch durch die D0 HCs ersetzt. Ja, das stimmt. Außer auf dem RE. Auf irgendeinem RE fahren noch die 146er. Standard-Sounds sind 1,0 und Stromfass-Sounds sind 3,5. Rosig Nord kam davor. Ah, Rosig Nord kam tatsächlich davor. Okay. Ja, okay, gut, wenn die Strom. Wenn die Fahr-Sounds da auf 3,5 sind, dann ist natürlich klar, dass dann die Standard-Sounds vergleichsweise wirklich sehr leise klingen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Gut, das Horn, das wird ja. Meintest du ja, dass du das ja noch updatest. Wäre natürlich mega. Ich muss mich auch mal wieder an meine Sachen dran setzen. Ich habe noch die 101 in Orient Rot. Ich repainte. Ich habe noch eine 363 in Verkehrsrot von DB Railian, die eigentlich fertig ist und ich glaube, ich muss die wirklich nur noch abschicken. Und eine 143 von AEG, die ich mal so ganz grob bisher angefangen habe, aber noch nicht weiter ausgeführt habe. Ich habe noch zwei Repaints für die 185, die ich nie fertig gemacht habe. Also ich habe da echt noch einige Repaint-Projekte, die ich erstmal abschließen muss. Das ist der Wahnsinn. Fände alles viel zu lesen. Achso, meinst du jetzt im Chat oder was? Ach, da muss ja gar nicht alles mitlesen. Der RE2 wird noch mit der... Ja genau, der RE2. Und auf dem RE4 war vor der Übernahme von National Express 111. Ah. Stimmt, der RE4, ne, der fährt ja über Dortmund, ne? Dortmund? Wuppertal, der fährt nach Wuppertal, oder nicht? Weiß nicht, auf dem RE4 bin ich nicht allzu oft unterwegs bisher gewesen. Ich glaube, ich bin sogar noch nie im RE4 gewesen. Könntest du eine 143 in DR-Design machen? Es gibt schon eine 143, es gibt schon einige 143 Freepads in DR-Design. Zumindest für die 143 von. Ach, speaking of which. Das ist die 143, die von AEG ist, die ich aber nicht fertig gemacht habe bisher. Also so sieht die halt aktuell aus. Das ist aber nicht der Zustand, in dem sie abgeschickt werden sollte. Also es gibt halt, wie gesagt, es gibt 143er Repaints für die 143 aus Dresden-Riesa, nicht die 143 aus Dresden-Chemnitz. Da weiß ich gar nicht, ob es da bisher was gibt für. RE4, Dortmund-Aachen. Ach guck mal, da hatte ich sogar recht. RE4, RB52, RB40 sind so meine Standardlinien. Ja, die RB40 fährt ja auch aktuell mit dem guten alten schrottigen Wagenpark von Tri. Da möchte ich natürlich nicht despektierlich meinen. Ich finde N-Wagen ganz, ganz toll. Also N-Wagen super.
Aber ich verstehe jeden, der mit dem Fahrrad oder mit dem Rollstuhl oder dem Kinderwagen unterwegs ist, dass da vielleicht nicht so Nostalgiker-Gefühle aufkommen. Gerade mit den Repaints für die ist wenig runter. Die meisten leider die Lokbeschriftung mit Repainten. Leider die Lokbeschriftung mit Repainten. Wie meinst du das? Also du meinst, dass die Loknummer dann auch mit drauf ist und das findest du nicht gut? Ja, okay, das ist dahingehend problematisch, wenn das gleiche Repaint dann mehrfach spawnt, dann hat man immer die gleiche Loknummer. Das ist natürlich uncool, das stimmt. Ich meine, der RE4 fährt Dortmund, Wuppertal, Düsseldorf, Aachen. Ob der bis nach Aachen fährt, weiß ich nicht, aber kann sein, ne? Also nicht mit Repaint. Oder meinst du, dass da irgendwie die Beschriftung am Wagenkasten häufig fehlen? Das stimmt. Das ist halt bei vielen Repaints der Fall. Achso, also nicht mit Repainten. Also du meinst halt schon, dass jetzt beispielsweise. Hier so die Beschriftungen an der Seite. Dass die nicht vollständig sind. Das meinst du? N-Wagen sind wirklich geil. Allein die Fahrt nach Essen war bei mir zum ersten Mal problemlos gewesen. Ja, also N-Wagen sind schon echt cool, muss ich sagen. Und werden natürlich ein absoluter Traum, die mal im TSW zu haben. Ich habe ja wirklich die Hoffnung, dass wir mit der Dampflok, die dann, also mit der deutschen Dampflok, die dann kommt, dass wir da dann vielleicht dann auch Silberlinge mit dazu bekommen. Das wäre schon recht cool. Nee, ich meine die Beschriftung an der Lokgeschwindigkeit, Zulassung, genau, Wagenkasten. Ja, das stimmt, bei vielen Repaints fehlt das ja. Allerdings nicht bei den, oder zumindest bei vielen, die jetzt so in letzter Zeit hochgeladen sind. Da gibt es ja diese eine Mod, mit der man die Beschränkung auf 300 Formen pro Repaint aufheben kann. Und seitdem sind halt viele Repaints auch veröffentlicht worden, die eben diese Beschriftung haben. Zum Beispiel, das hier ist schon ganz gut mit dabei. Ne? Hat ja hier schon die Bremsgewichte und alles. Und viele der Repaints, die ich ja auch veröffentliche, also die ich jetzt mittlerweile veröffentliche, haben alle die Wagenbeschriftung, die Beschriftung am Wagenkasten. Ja, die. ja, Tom. Ich kenne da auch jemanden. Der hat sich gerade eventuell selbst schon für sich selbst Werbung gemacht. Also nicht ich, aber es gibt einige Repaints mit kompletten Anschriften. Ja, der Tom macht super Szenarien übrigens, wer das nicht weiß. Der macht ganz, ganz super tolle Szenarien, von denen ich in den nächsten Tag mal wieder eins definitiv aufnehmen werde. Da war was mit ÖBB, habe ich gehört und gesehen. Eventuell mit einem ganz hübschen ÖBB Repaint. Und das kommt im Laufe der Woche, dieses Video, das ich noch nicht habe, weil ich es noch nicht gefahren bin. Auch für die 143 DR Design. Ich glaube, die 143 DR Design ist noch eine von den etwas älteren Repaints. Ich gucke das mal später irgendwann nach. Die hat, glaube ich, noch nicht die ganzen Layer, also die ganzen zusätzlichen Beschriftungen. Aber das werde ich im Laufe der Zeit irgendwann mal updaten. Dass die dann auf jeden Fall auch die ganzen Beschriftungen haben wird. BR 1440 oder Flirt 3XL könnte auch geil für den TSW sein. Jo, stimmt. Flirt 3 wäre schon recht cool. Hat auch einen echt schönen Sound. BR 1440, naja, Plastikbomber, ne? Ist auch ganz cool. Grinsekatze. So, Ankündigung auf 100. Nehmen wir die E-Bremse. In der Hoffnung, dass sie hilft. Ja, die Schwerkraft hilft uns, glaube ich, auch. Finde ich mir auch geil für den TSW, echt. Also, naja, ich bin da nicht so ein Fan von Twindex, muss ich sagen.
Aber ich bin generell auch nicht ganz so ein großer Fan von Triebzügen. Ich bin dann eher so einer, der gerne lieber lokbespannte Züge fährt. 425 wieder auf dem RE16 fahren, echt? 425er fahren dann wieder? Achso, seit der Pleite da von Abellio, ne? Stimmt. Holla. Schau mal im Forum nach den Repaints, dem du auf deinen 143 Soundboard-Bilder geschickt hast. Jo, schau da mal nach. Also bei der DR 143 weiß ich nicht, ob die alle Wagenkastenbeschriftung hat. Ich glaube noch nicht. Würdest du dir auch eine Funktion wünschen, dass man einstellen kann, ob ein Repaint im Fahrplanmodus spawnt oder nicht? Ja, das wäre super cool. Weil momentan ist es ja so, dass bei allen neueren Repaints diese ja per Zufall spawnen und die älteren Repaints spawnen gar nicht. Wobei ich ehrlicherweise sehr dankbar bin, dass bei der 101 mit den Intercity-Wagen das Ganze nicht zufällig spawnt. Ist zwar schade für die ganzen 101 Repaints, aber stellt euch mal vor, diese ganzen Repaints für die Intercity-Wagen würden zufällig spawnen. Das würde ja grauenvoll aussehen. Muss jetzt Kanalmoderator etwas mehr. Du nimmst deine Aufgabe sehr, sehr in sehr ehrenhafter Weise wahr und dafür danke ich dir sehr. Ach, moin, an den TSV2 Repainter. Habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Schön, dass du hier bist. Schön, diese Holzunterführung. Habe ich noch nie gesehen. Wo sind wir hier? Wir sind in Wiestal. Achso, die Dostos haben ein neues Update. Die Dostos haben ein neues Update. Was ist denn da jetzt neuerdings mit drin? Was wurde denn da noch angepasst? Darf hier in Schweden rumfahren, in Dänemark und in Deutschland. Freust du dich eigentlich auf das Expansion Pack und auf Zentralschweiz-Strecke? Auf die Zentralschweiz-Strecke auf jeden Fall sehr. Bei dem Expansion Pack muss ich noch überlegen, ob ich mir das hole, ehrlicherweise. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus. Ich finde den neuen Fahrplan für Schnellfahrstrecke Köln-Aachen eigentlich ziemlich gelungen. Also, ich überlege es mir noch tatsächlich. Vielleicht hole ich mit denen in einem Sale. Also, ein Soundboard für die Dostos. Das wäre jetzt meine Frage für die Dresden-Riesa oder für die Dresden-Chemnitz-Dostos. Weil die Dostos mit dem Soundboard sind doch bisher die für Dresden irgendwas. Siefer, PZB, Türen, Weichen, Stoß, Kurven, Sounds. Das klingt äußerst vielversprechend. Also, braucht man ein bisschen mehr Leistung. Wird ja kaum Leistung aufgeschaltet. Was ist denn los mit den Lok? Ja, vielen, vielen Dank übrigens für diese ganzen. Für die ganzen Soundmods, die du da immer machst. Das ist natürlich ein Segen. Ich finde es auch mittlerweile echt cool, was so an Modding-Möglichkeiten auch mittlerweile im TSW vorhanden ist. Wenn man mal überlegt, dass es ja gar keine offiziellen Modding-Möglichkeiten
Tools gibt, ist das schon beachtlich. Ich finde das Expansion Pack viel zu teuer. Boah, also, ja, ich finde 11 Euro ist. Also sagen wir mal so, wenn man München, Augsburg nicht besitzt und unbedingt aber die 423 auf realistischer Weise auf Köln-Aachen fahren möchte, dann ist das Expansion Pack ein richtig, richtig, richtig guter Deal. Zugbeeinflussung. Ja, also muss man halt schon sagen. Wenn man München-Augsburg halt besitzt, dann ist es. Ja, dann überlegt man halt, okay, dann habe ich halt zweimal die 423 mehr. Kein Problem, alle Sounds sind besser als vom DTG. Ja, also. Ja, wobei, die von der 612, muss ich sagen, die gefallen mir sehr. Die, aber wobei, die sind ja auch von Mike Golds, ne? Also, wenn Mike Golds die Sounds macht, wie bei der 101, der 425 und so, dann ist klar, dass die Sounds auch top sind. Was ist deiner Meinung nach das schlechteste DLC im TSW? Außer der ich wollte gerade sagen, die 187. Außer der 187. Also, ich kann natürlich nicht alle DLCs begutachten, sondern nur die, die ich halt besitze. Und von denen würde ich behaupten, ist das schlechteste DLC. Ja, ich glaube schon Arosa, ehrlicherweise. Also, ich bin nicht einer, der Rivet Games immer ständig in die Pfanne haut für alles Mögliche. Aber im Vergleich zu allen anderen ist Arosa doch qualitativ die, die vielleicht am wenigsten hergibt. Ich finde es bei den Dostos immer sehr nervig, dass die Repets das spawnen. Ich für der Dostos. Ja, ich hatte mir für die Dostos von Hamburg-Lübeck hatte ich mal ein paar Repets gemacht im Zuge von ein paar Szenarien, die wir auch veröffentlicht hatten für Rapid Transit. Das waren auch solche Eisbahn-Dostos. Oh, jetzt mal schnell hier anhalten. Halt an. Aber die haben halt immer zufällig gespawnt und ich habe dann tatsächlich meine Repaints irgendwann wieder gelöscht. Ups, warum ist der Scheinwischer an? Also die Repaints existieren noch, die habe ich nämlich hochgeladen. Aber ich habe sie halt von meiner eigenen Festplatte tatsächlich gelöscht. Ich freue mich auf das Expansion Pack. Besonders habe ich gesehen, da ist eine 363 an den Drehscheiben abgestellt und vielen Intercity-Wagen im Bahnhof. Stimmt, stimmt, das ist mir auch in diesem Stream aufgefallen. Warum steht hier 1 km/h? Und warum haben wir eigentlich Rot? Ist auch egal. Stimmt, das hat mich auch beeindruckt, da am Kölner Rangierbahnhof, wo ich ja auch mal dieses chaotische Rangierszenario von dir gespielt hatte. Ich erinnere mich daran, das hat mich zur Weißglut getrieben, weil ich nicht besonders begabt bin. 612 ist nicht DTG, ist Mike, also TSG. Naja, 612 ist DTG. Mike Golds hat im Auftrag von DTG gearbeitet. Also, ne, die 612 an sich ist ein DTG-Produkt, nicht eins von TSG. Ist halt der formelle Unterschied. Klar, Mike Golds hat da, glaube ich, ja, die wichtigste Arbeit da geleistet, was Log angeht, was Sounds angeht, was 3D-Modeling und so angeht. Aber ich glaube, Fahrplan und so ist dann wiederum von DTG gemacht. Und die Log selbst ist halt einfach von DTG, beziehungsweise der Zug. Ich habe dieses Repaint dann auch wieder gelöscht, weil das doch sehr nervig war. Ja, ja, war bei mir genauso. Ich hab's auch gelöscht. Es war, das ist ein super Repaint. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Repaint. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich habe den Namen leider vergessen. Aber das Repaint ist so gut gelungen. Das ist der Wahnsinn. Das gucken wir uns nochmal an. Auch in S-Bahn Köln Design kommt. Nein, die 24 kommt nicht in S-Bahn Köln Design. Das wird nur, definitiv nur München sein. Das hat Mike Golds schon gesagt. Also Leute, dieses Repentness ist so gut gelungen. Das ist der Wahnsinn. Da müssen so viele Stunden drin gesteckt haben. Ich würde mich da niemals dran wagen, weil ich da irgendwann
dazu Weißglut getrieben werden würde. Ach, herrlich, 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 herrlich. Dennis, wenn nicht, kommt das von mir dann. Ja, also dass da die Repents kommen würden, ist relativ schnell, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. So, gucken, dass der die Bremse löst. Na los. So, Bremse ist gelöst. Nicht zu viel Leistung auf einmal, sonst gehen uns die Kupplung kaputt. Letzter Wagen gerollt. VMAX 25, weil der 500er an ist. Aber von TSG im Auftrag. Und ich habe gelesen, dass Just Trains sich auch in der TSW-Branche bewegt und auch Add-ons machen möchte. Ja, ne, TSG, also ne, Mike Golds hat das halt im Auftrag von denen gemacht. Och, die Sounds sind so toll, ne? Wahnsinn. Aber es ist halt an sich offiziell ein DTG-Produkt. Und das mit Just Trains stimmt. Just Trains ist mittlerweile auch im TSW-Gewerbe mit drin. Aber was genau die überhaupt machen werden, ist ja nicht klar. Ich gehe mal davon aber aus, dass es nur englisches Zeug sein wird. Beziehungsweise britisch. Die haben ja im Train Simulator einige sehr, sehr erfolgreiche britische Produkte gemacht, erstellt. Also wirklich ein paar qualitativ State of the Art. Train Simulator ist ja auch nicht von Just Trains, sondern von RVR, wurde aber von Just Trains oder wird von Just Trains verkauft, beziehungsweise gepublished. Also ne, der Taurus Train Simulator von Railworks Austria wurde halt von Just Trains gepublished, aber Just Trains selbst hat da nichts dran gemacht. 111er als RE4, die vermisse ich. Oh ja, 111er. 111er wäre toll im Trains World, ne? Würde ich mir echt. Das wäre schon. Also, das wäre schon sehr, sehr cool. So. Ja, von Just Trains ist zum Beispiel die Metropolitan Line, der Tube und sonstiges modernes britisches Zeugs. Und ich glaube, die Frankfurter U-Bahn. Ja, bei der Frankfurter U-Bahn ist es genau das Gleiche. Die Frankfurter U-Bahn hat der eine Entwickler, der glaube ich jetzt an der S-Bahn Hamburg dran sitzt, oder an der U-Bahn Hamburg, der hat das zusammen mit dem Lukas, also der unter anderem hier die Meißenstrecke gebaut hat, die beiden haben die U-Bahn Frankfurt gebaut. Wurde halt eben aber auch von Just Trains. Wurde halt aber auch von Just Trains gepublished. Was ist denn mit dir? Guck mal, wenn ich den ganz durch... Wenn ich hier die Bremsen komplett durchdrücke, dann ist dieses Dreieck hier vorne. Das ergibt gar keinen Sinn und die AFB macht auch gerade irgendwie nicht ihren Job. Was ist los mit der AFB? Also, irgendwas ist gerade mit der AFB hier. Ich schalte die mal aus. Habe ich jetzt ausgemacht? Also nochmal AFB durchdrücken und an. Ne, Moment, dafür muss ich glaube ich den Leistungshebel runter, ne? So. Aus. AFB. An. AFB. AFB. Ja. Auf die 70. Sieger. Mal gucken, ob du jetzt bremst. London Underground.
AFB nicht hinterher, ne? Den Flirt bei der Zentralschweizstrecke werde ich erstmal im Eurobahn RE13, Abellio, IP-Regio, oh ja, ja, ich auch, definitiv. Da ist auch schon einiges geplant. Ich glaube, du, Dennis, ne, du spielst das Ganze auf der Konsole, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Ich mache das ja hier mal auf dem PC mit den Repaints und teile ich dann auch mal sehr, sehr gerne. Und da ist auch schon ein bisschen was geplant mit einem gewissen Streckenbauer, der das Ganze ziemlich gut kann. Da haben wir schon mal ein bisschen Brainstorming betrieben. Mal schauen, wann die Strecke kommen wird. Ich denke mal irgendwann, ja, erste, zweite Märzwoche so vielleicht. So, 70 km/h. Ich muss aber, Moment, jetzt raschelt es ganz kurz, weil ich einmal kurz meine Wasserflasche aufheben muss, weil ich mal was trinken sollte. Moment. So. Ups. Geht auch mal 2,1% bergab. Da macht so ein bisschen E-Bremse nichts. Ja, okay. Guter Punkt. Guter Punkt. Repaints würde ich ja gerne auch teilen, aber es geht ja noch nicht. Genau, noch nicht. Aber bald. So, stay hydrated und so, ne? Ach, nur noch 11 Kilometer. Ist aber schon nicht spät, ne? Schon nach 12. Ja, oder kurz nach, kurz vor nach 12. Es ist kurz vor 12. So. Hallo AFB. Warum löst du nicht die. Achso. Ich habe die Bremse angezogen. Wagen sind echt cool, muss ich sagen. Die würde ich gerne repainten. Schau an. Da haben wir eine Lok hier auch noch abgestellt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, ab hier sind 130 erlaubt. Und geben mal Stoff. Stellen wir uns mal hier an den Streckenrand zu den Baumstämmen. In diesen Wagen laden. Alles Mögliche, ne? Aha. Sind die auch interaktiv? Hm. Ich könnte natürlich die Handbremse anziehen. Oh, schaut mal an, wie das wackelt. Oh, ist das nice. Stahl? Naja, na gut. Da gibt ja auch Sinn, das sind auch hier so Metall
Abdeckungen, beziehungsweise Metallwände. Also ich muss sagen, ich habe auf meinen Spessart-Bahnen deutlich besser, deutlich bessere Performance als auf Hamburg-Lübeck. Also Hamburg-Lübeck ist, glaube ich, echt so einer der Strecken, bei denen die Performance echt am schwächsten ist. Definitiv. Ich weiß gar nicht warum. Klar, Dresden-Dresden hat auch so die ein oder anderen Schwachstellen bei Dresden, aber das ist in Ordnung. Aber bei Hamburg verstehe ich das nicht so recht. Stahl, Steinkholz, ja. Da gibt es, ich glaube, die haben Stahl geladen, sind zumindest in Hohenlimburg immer bei Thyssen. Fährt er nicht im Gebiet da in Hagen? Da gab es doch total lange, aufgrund des Hochwassers, gab es doch die eine Linie, die, glaube ich, nach Lüdenscheid gefahren ist, die Vollmetallbahn. War ja voll lange, glaube ich, außer Betrieb, aber ist mittlerweile wieder seit ein paar Wochen in Betrieb, wenn ich das richtig gesehen habe. Da fährt irgendein Dieseltriebzug, ich weiß nicht mehr welcher, weil ich bin noch nie in dem gefahren. So, hoffen wir mal, dass er die 120 nicht wesentlich überschreitet. Nehmen wir mal weiter E-Bremse. Da ist sowieso die Ankündigung auf 100. Bei den Konsolen ist es das Gegenteil. Dass Hamburg-Lübeck super läuft, oder was? So. Fährt momentan nur bis Rummenigge. Ah ja. Ja genau, Dortmund-Lüdenscheid 632 oder 633. Oh, wir haben. Zugbeeinflussung. Dann mal schnell runter auf die 70. Fährt momentan nur noch bis Rummenigge. Sind Pisa links? Echt? Die sind das? Keine Zwangsversammlung. Ach, Glück gehabt. Immer diese Last, die von einem abfällt, sobald man die Prüfgeschwindigkeit unterschritten hat. Okay. Und Langsamfahrt zu erwarten, bestätigen wir natürlich auch. Und davor nur zwischen Dortmund und Hagen. Zu mir sind die zum Glück trotzdem noch gefahren. Die Strecke war nicht gesperrt. Okay. Ja, sehr gut. Okay, wir fahren weiter mit 40. So. 40 sind erreicht. Macht Spaß hier auf der Main-Spessart-Bahn, ne? Ist immer wieder echt cool. Haben wir da vorne abgestellt. Noch mehr von besagten Wagen, die ich so cool finde. Ja, nicht schlecht. Ich freue mich auf das Update für die Main-Spessart-Bahn. Da ist ja, glaube ich, noch eins in Arbeit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich höre etwas vor sich her dieseln. Hallo. Hallihallo. Ist immer ein Pisa und wenn Dortmund spielt, zwei. Naja.
einem Kilometer halten wir an. Das ist so ärgerlich, dieses Problem, das ich heute vorhin hatte vor dem Stream. Aber naja, egal. Jetzt haben wir es ja geschafft. TSV läuft noch, die ganzen Repaints sind noch da, die ganzen Mods sind noch da und das war eigentlich mein Hauptbedenken. Sieht man auch, der Himmel ist ja auch der. Was ist das? Was fliegt denn da rum? Was ist das? Mehr Güterwagen im TSW wünschen. Ja, ich würde mir auch mehr Güterwagen im TSW wünschen. Da haben wir schon seit echt langer Zeit keine neuen Wagen mehr bekommen. Also würden wir mal überlegen, Hamburg-Lübeck hatte keine neuen Güterwagen gehabt, Dresden-Riesa nicht, Dresden-Chemnitz nicht, München-Augsburg hatte gar keine Güterwagen, Köln-Aachen hatte keine Güterwagen. Kriege ich dann nochmal die Zielmarkierung aus? Weiß das gerade jemand? Das letzte Mal, als wir Güterwagen dazu bekommen haben, das war glaube ich mit diesem Baureihe 363 DLC. Da gab es glaube ich diese Staubgutwagen oder so. Ich weiß nicht, welche das sind. Die 363 ist das einzige DLC, das ich nicht besitze tatsächlich. Das einzige deutsche DLC. Dresden-Riesa hat neu bekommen. Nee, Dresden-Riesa hat keinen komplett neuen Güterwagen bekommen. Das waren die gleichen, die wir schon vorher hatten. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, wir rollen bis nach vorne. Dresden-Chemnitz hatte immer ein etwas dunklerer Happens. Ach echt? Die sind dunkler. Ja. Immerhin. Da wo in. Ja gut, das ist kein neuer Güterwagen mit diesem pinken One, sondern das ist halt ein neuer Container, wenn man so möchte. Aber der Wagen an sich ist der gleiche geblieben wie vorher. So, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Mega. So, Goldmedaille sogar. Verrückt. Okay, die Frage wäre... Also ich hätte persönlich noch Lust auf, weiß ich nicht, irgendwie nochmal 4,25 auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr oder so, sind noch was halbwegs Kurzes. Kommt aber ein bisschen drauf an, ob hier noch Leute, also ich sehe 16 Zuschauer, 12 Zuschauer, ob hier noch Leute in irgendeiner Form noch Lust haben, vor allem mein Moderator, ob der noch mit dabei wäre. Wenn nicht, dann nicht, dann gucken wir mal im nächsten Stream. Ganz ohne Zwangsversorgung. Wahnsinn. Dafür mit Absturz. Steuerung 7 für die bunten Markierungen. Steuerung 1 für die blauen. Ah, super. Danke. Gehen wir mal ins Hauptmenü. Du wärst noch da? Ja, komm. Dann können wir jetzt nochmal die 4,25. Auf die hätte ich nämlich echt Lust. Dazu gehen wir mal auf. Hoffentlich habe ich sie runtergeladen. Habe ich. Erkunden. Fahrplan. 101. Ne, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal. Haben wir beim letzten Mal? Doch, 101 sind wir beim letzten Mal gefahren. Nehmen wir die 425. Sagen wir mal April. Machen wir richtigen Regensturm. Nicht total bewölkt. Bisschen Wind. Nässe gerade hoch. Gönnen wir uns mal eine kleine Herausforderung. 30 Minuten machen den Kohl nicht mehr fett. Ja, gut, dann ist ja gut. Also sollten vielleicht nicht mal 30 Minuten dauern. Hier, wie wär's mit dem RE11 von Hamm nach Mönchengladbach? Das sieht doch gut aus. 26 Minuten, ja. Dann gönnen wir uns das jetzt auch noch mal. Sind ja immer noch ein paar Leute da. Wahnsinn. So viele Zuschauer. Okay. Ach Gott, ist das laut. Das gefällt mir aber nicht, dass es hier noch so blau ist. Nee. Möchte ich noch mal an den Wettereinstellungen was ändern?
Erkunden, Fahrplan 425. Dann nehmen wir uns mal. Ja, dann lassen wir es mit dem Regen. Wobei, ich mache einfach die Wolkendecke komplett zu. April, 1. Grad, Windstärke. So. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Da, ich glaube, das war der. Ja, schon besser. Schön dunkel. Ha. Machen wir uns das Licht an. Okay, aufrüsten. Wie rüstet man die Kiste nochmal auf? Lösen. PZB. Nee. SIFA-Betrieb. Für die Regengeräusche im Führerstand gibt es auch eine Mod, dass sich das nicht mehr anhört wie in einer Wellblechhütte. Stimmt, habe ich nicht runtergeladen. Oh, ich habe den Fahrplan. Ich habe einen Fahrplan hier. Ah, interessant. Na. Vorwärtsstellung. PZB-Störschalter aus, jawohl. Türen links auf. Wir sind jetzt schon zu spät. Good job. Fahrgastraumbeleuchtung an. Führerraumbeleuchtung ist schon an. Signallichter. Na. Abblenden. Machen wir uns den Scheibenwischer an. Makro. Fahrplanleuchte machen wir uns an. Dimmen die runter. Instrumentenbeleuchtung. So, der Rest passt alles soweit. Gibt es hier noch was? Nee. FIS. DB Regio NRW. Ups. Zugverband. So, was haben wir denn? Wir fahren den RE11, ne? Was habe ich denn noch für Ziele hier drin? Koblenz. RE11 nach Hamm. Nee, gar nicht nach Hamm. Oder wohin fahren wir denn? Wir stehen in Bochum. Dann fahren wir. Nach Dortmund? Nein, doch. Dann nach Hamm? Naja, ist auch egal. Nehmen wir einfach Hamm. 125 einfach nur Schlüssel rein und los. Ja, so, das stimmt. Und los. Wir dürfen 120. Dann machen wir das mal im RE11. Heute als Ersatz für den Siemens D0 HC. So, 120 sind erreicht. Gucken wir uns mal hier den Fahrplan an. Können wir da irgendwas dran ändern? Nee, schade. Aha, interessant. Okay, wir dürfen 160. Darf die Kiste überhaupt 160 ohne LZB? Ich glaube nicht, ne? Die dürfen doch, glaube ich, ohne LZB. Darf doch die 425 nur 140 fahren. Oder? Scheiß drauf. So, 160 sind erreicht. Ohne Leuchtemesser.
dürfen ist ja immer noch was anderes als können. Jo. Es ist schon spät. Es ist schon spät. Wir gönnen uns jetzt mal hier die Freiheit. Soll mich doch das Eisenbahnbundesamt festnehmen. Ebola kommt auch mit irgendeiner Mod. Ja, ich habe nur leider die falsche Mod installiert. Ich will auf den Tisch und gib ihm. Jo. Aber jetzt langsam mal aufheben. Anhalten. Hebel auf den Tisch, kommt danach. So, warte, welche Taste war das mit dem Ausschalten von den Markierungen? Ups, ich war viel zu langsam rein. Da Steuerung 7 für die bunten Markierungen, also Steuerung 7. Jo, wechseln sie. Und Steuerung 1. Jo, danke. Turn off. Diese Ruhe. Das ist schön, oder? Also hier die, so diese Verwässerung davon. Das ist schon echt cool. Ey, 11 nach Hamm. Und auf geht's. Wir haben noch einen Augenblick. So, Türen zu. Türen sind zu. Und gib ihm. Eigentlich müsste doch diese Leuchte hier aus sein. Was passiert, wenn ich draufklicke? Gar nichts. Nächster Halt Essen Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in irgendeiner Richtung. Ersten Fahrtrichtung links. Stimmt, weil der auf Gleis 1, glaube ich, hält, ne? Ah, ergibt Sinn. Ja, das ergibt Sinn. Hattest du eigentlich mir gesagt, auf welcher Strecke du unterwegs bist oder warst, als du mit der 103 gefahren bist? Vorhin? Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern. Hoffentlich irgendwas Schönes. 140er Ankündigung. Oh, das war aber heftig reingebremst. So, hier Krei, da halten wir nicht, Essen Krei.
Oh Gott, was war das? Sah aus wie ein Blitz. Das sind die guten alten Lichtbugs auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Weißt du, wo die 103 super gut reinpasst? Auf die Moselstrecke. Auf der bin ich übrigens in gar nicht allzu langer zeitlicher Ferne. Bin ich da tatsächlich auf der Moselstrecke auch mal unterwegs als Fahrgast. Da freue ich mich schon extremst drauf. Münster-Bremen, stimmt, ja, hast du geschrieben. Münster-Bremen. So, hier vorne kommt die Ankündigung auf 100. Reicht, sehr gut. Und dann bremsen wir mal ab. Da ist der Kollege in der S2. Und wir befinden uns auf Gleis 1, der Aufstieg in Fahrtrichtung links. Stimmt, ja, Köln-Frankfurt unterm Rhein, ja. Und wir halten an. Wow, überpünktlich. Gucken wir uns mal um. Hier sind wir, offensichtlich. Das ist aber dunkel auf dem Bahnsteig. Ja. Ja. Wir können ja hier einmal raus und mit unserer Taschenlampe den Weg leuchten. So, jetzt ist es angemessen hell, oder? 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 Hier, ich mache Ihnen ein wenig Licht. Kommen Sie hier hoch. Ich strahle Ihnen auch direkt ins Gesicht rein. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Hat der Benetzi die Rechnung nicht bezahlt? Stromausfall aufgrund des Wetters. Was haben wir denn noch hier rumstehen? Das dürfte die RB33 da vorne sein, ne? Spurkranzschmierung. Mhm. Also ich hoffe ja sehr, dass das dann mit dem Update, das dann hoffentlich bald irgendwann erscheint für Hauptstrecke Rhein-Ruhr, dass dann diese Lichtbugs hier mal gefixt werden. Das ist schon nicht so cool.
wird das TSV auch zwischen den Gleisen noch etwas Vegetation vertragen könnte, weil zum Beispiel echt in Duisburg-Hauptbahnhof zwischen den Gleisen sehr viel Vegetation ist. Du, also wenn wir von Duisburg-Hauptbahnhof anfangen, dann muss man da, glaube ich, an ganz anderen Stellen ansetzen, nämlich daran, dass die ganzen Scheiben von Duisburg-Hauptbahnhof von der Glasfassade da eigentlich kaputt sein müssten, dass, wenn es regnet, einzelne Punkte am Bahnsteig trotzdem nass werden. Dass da das Dach von unten mit so einem Sicherheitsnetz überspannt ist. Ich glaube, dass die Vegetation am Gleisrand ist dann auch das geringste Problem in Duisburg Hauptbahnhof. Da gibt es ganz andere Baustellen. So, gib ihm einfach Leistungsschalter auf den Tisch. Und ab geht da der Peter. So, da rechts, das war die Abzweigung in Richtung Essen-Borbeck. Ja, das mit Duisburg ist, reden wir nicht weiter drum. Ich meine, die 425 ist auch der erste Zug, an dem Mike Golds von Transam Germany seine Finger dran hatte, ne? Bin ich mir recht sicher, dass ich da gelesen habe, dass der da auch dran beteiligt war. Und ich glaube, die 425 war so einer der ersten Projekte, die seine Handschrift tragen. 130er Ankündigung. Hoffentlich kriegt mich der Geschwindigkeitsprüfabschnitt gleich nicht. Der kriegt mich nämlich fast jedes Mal, aber die Bremseigenschaften von dem Teil sind auch der Wahnsinn. Auch die schöne visuelle und berufstechnische Gestaltung der Duisburger Bahnhofsunterführung darf natürlich nicht vergessen werden. Ja, da pflichte ich bei, ich bin zu schnell. So. Und sie haben auch den hinteren Treppenabgang vergessen. Echt? Oh. Das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist eher vorteilhaft. Unvorteilhaft. So, 1,3 Kilometer noch, dann sind wir in der Stadt, die nahezu nichts zu bieten hat im Ruhrgebiet. Ich biete aber eine Zwangsbremsung. Ja. Stimmt, die TG ist bei einigen Bahnhöfen nicht ganz so akkurat. Was sie bis auf den KE-Verkehr ganz gut hinbekommen haben, ist Hagen. Da stimmt sogar die Unterführung, die sieht so echt. Das wusste ich nicht. Das ist ja mal cool gemacht. Vielleicht sieht einfach die Unterführung in Hagen so abgeranzt aus wie die Standard-DTG-Unterführung. Weil Hagen ist generell ein ziemlich abgeranzter Bahnhof. Ich glaube, einer der schlimmsten, bahntechnisch gesehen, schlimmsten, störungsanfälligsten Bahnhöfe in ganz Deutschland, glaube ich. Ey, immer bei Mülheim Hauptbahnhof. Immer. Dieser Geschwindigkeitsprüfabschnitt, der kriegt mich jedes Mal.
hier sind die Lichter aus. Okay. Nur hier strahlt das Licht. Hier. Ist wie als wenn jemand mit einer Taschenlampe hier so hochleuchten würde. Bahnsteigsende Richtung Essen ist doch ein Treppenabgang runter zum Bus und. Nee, das ist in Duisburg, das ist nicht in Essen. Der Treppenabgang. Aber der ist doch. Der ist, glaube ich, mit drin, oder? Das gucken wir uns jetzt gleich einfach an. Aber der Treppenabgang, den du meinst, der ist im Duisburger Bahnhof, nicht in Essen. Ich muss sagen, Mühlheim ist vergleichsweise realistisch, glaube ich. So vom Bahnhof her passt das echt gut. Hier vorne, man kann es kaum erkennen, aber das hier ist, diese Brücke ist hier eigentlich hier eine Fahrradstraße. Und das war aber, glaube ich, eine ehemalige Eisenbahnstrecke, die hier verlief. Ich weiß nicht welche. Aber das hier, was hier eine normale Autostraße ist, das ist halt tatsächlich in Realität eine Fahrradstraße, die mal früher eine Eisenbahnlinie beherbergte. Hallo an Sea White. Zu dieser sehr, sehr späten Stunde, während wir uns in Richtung Duisburg Lost Place Hauptbahnhof aufmachen und uns gleich zusammen noch die architektonischen Wunder dieses tollen Bahnhofs angucken werden. Ich meine auch den zweiten Duisburger. Dürfen wir fahren? Und ab hier dann 150. Und zwar jetzt so. Ja. Also Hebel on the table. Und auf geht's. Hier in diesem Rangierbahnhof hier rechts, da rangiert, glaube ich, auch eine Foslo, irgendeine Foslo Diesel-Rangierlok von Captrain. Irgendwo hier so auf diesen Gleisen. Was auch besonders schön ist, nicht so schnell. Was auch besonders schön ist, sind die U-Bahnhöfe der U18 nach dem Wiener Hauptbahnhof. Das ist lebende Architektur der 70er Jahre. Meinst du die Bahnhöfe, die auf der Autobahn sind? Oder meinst du die, die nach der Autobahn kommen? Im unterirdischen Bereich zwischen Autobahn und Mühlheim Hauptbahnhof? Gerne sitzen. 140er Ankündigung. Also die Bremseigenschaften von dem Teil sind echt krass. Hier die 140, während wir jetzt über der A40, glaube ich, lang gefahren sind. Und 100er Ankündigung. Die auf
der Autobahn und es gibt einen ganz furchtbaren im Tunnel, weiß aber nicht mehr, wie die Station heißt. Ja, die auf der Autobahn sind, die sind tatsächlich echt grausam. Das stimmt schon. Wobei einige von denen modernisiert worden sind. Zum Beispiel die am Rhein-Ruhr-Zentrum wurde, glaube ich, modernisiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und noch ein paar andere, aber ja, das ist echt grausam. Und vor allem, es ist halt unglaublich laut. Ja. Und die Luft ist, glaube ich, auch nicht die allerbeste zum Atmen. Da trage ich gerne, sehr, 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 sehr gerne freiwillig meine FFP2-Maske, ehrlicherweise. Um mich vor dem Feinstaub der Autos zu schützen. Finde ich gut, dass das ein... Ja, ja, genau. Willkommen im hässlichsten Ort des Ruhrgebiets. Ist passend zu dem Stream heute. Ein Debakel. Die Stadt, wie der Stream, ein Debakel. Bezeichnend. Der Bahnhof ist Hauptsache im TSW einfach schöner als in Realität, ne? Stimmt, die haben die Unterführung. Ey, das gucken wir uns gleich nochmal an. So, Scheibenwischer aus. So, gucken wir uns nochmal die Hässlichkeit dieses Bahnhofs an. Also, nicht davon verwirren lassen. Im TSW sieht es halt viel schöner aus als hier. Also normalerweise ist das so, dass an diesem Bahnsteigsende von Duisburg Hauptbahnhof halt diese Unterführungen da sind. Also hier geht man halt praktisch Treppen bzw. Rolltreppen runter und befindet sich dann, wenn man hier weiter unten ist, bei den U-Bahnen und bei den Busbahnhöfen etc. Dann, was in Realität auch, was hier vielleicht so ein bisschen angedeutet ist, hier immerhin ein wenig Rost, und zwar hat man in Realität dann hier bei dieser Fensterfassade hier sind die allermeisten von denen kaputt, eingeworfen mit irgendwelchen Steinen, wurden niemals repariert. Dann ich steig mal dafür aus. Meine Taschenlampe wieder an. Na, bringt leider nichts. Ich dachte, ich könnte vielleicht ein bisschen mehr ausleuchten. Also, in Realität ist da nämlich so ein grünes Netz, das hier gespannt ist. Für den Fall, dass hier irgendwelche kleineren Trümmerteile abbröckeln sollten. Größeren Trümmerteile abbröckeln sollten. Nee, die Unterführungen sind schon an dem Bahnsteigsende. Also die zur U-Bahn hingehen, sind da vorne, auf der Seite. Auf der Seite nicht. Aber stimmt, hier gibt es, glaube ich, nur einen Treppenabstieg, ne? Hast recht. Ups. Komm schon hoch. So, ich will nochmal in die Kamera. Hier ganz kurz die Kameraansicht. Was haben wir noch? Worüber ich ablästern könnte? Na gut, okay. Hier ist halt nichts überdacht, so auf der Seite. Der ganze Bahnhof ist baufällig, der ganze Bahnhof ist ein einziges Lost Place. Super hässlich und einfach nur grausam. Dann haben wir das. Das Stellwerk hier vorne ist halbwegs realistisch. Hier steht allerdings an dieser Stelle irgendwo noch ein Formsignal. Das wäre ganz cool gewesen, wenn das auch noch hier stehen würde, aber naja. Gut. Dann würde ich sagen, mit diesem
naja, ästhetisch nicht allzu anspruchsvollen Bild verabschiede ich mich von euch. Ich danke euch, dass ihr bei diesem Stream dann doch noch mit dabei wart, dass es doch noch funktioniert hat. Ich habe es nicht erwartet, aber es hat doch tatsächlich geklappt. Also, tschüss und einen tollen restlichen Abend. Danke an Tom, dass du dabei bist. Danke an Philly, dass du noch da bist. An Seth White und an alle anderen, die auch noch gerade zugucken. Ja, du hast das Ende Richtung Düsseldorf gezeigt. Ich kenne mich in meinem Heimatlos Place aus. Hä, aber... Moment. Moment. Das hier ist das Ende Richtung Düsseldorf. Hier geht's weiter Richtung Düsseldorf. In diese Richtung. Wir sind ja gerade aus Essen gekommen. Also, ne? Also sind hier auch die Bahnsteigsunterführungen zu den Bussen und Bahnen. So viel dazu. War auch schön. Vielen, vielen Dank. Mir hat's auch Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal hoffentlich ein technisch einwandfreier Stream. Hoffentlich. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.